Kennt ihr das? Man wartet auf mehrere Dinge ewig und plötzlich kommt alles an einem Tag. Ja, so einen Tag hatten wir heute. Wir haben gleich zwei interessante Neuigkeiten heute bekommen und die eine dreht sich um die Kiste hier hinten. Das ist unsere Gastherme und die andere dreht sich um den hier. Das ist unser Stromspeicher. Da gibt es zu beiden Neuigkeiten und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und damit moin und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Ja, ich mache heute mal so ein Wackeldackel-Freehand-Video für euch. Ich wollte jetzt nicht hier das ganze Stativ und alles aufbauen, dafür ist das Video auch zu kurz. Es ist nur ein kurzes Infovideo. Und zwar haben wir heute die Nachricht bekommen, diese Heizung, wenn alles gut geht, wird nicht mehr eingeschaltet. Also sie läuft zurzeit, macht aber nur warmes Wasser. Sie wird aber wahrscheinlich nicht mehr zum Heizen kommen für unsere Heizung, denn wir sollen im November die Wärmepumpe bekommen, die Weiland Arotherm Plus 75, die 7,5 kW Wärmepumpe. Und da sind wir schon sehr gespannt drauf. Das wird eine spannende Sache, die wir natürlich videotechnisch verfolgen werden. Und wir haben die Heizung ja noch nicht an, also nur im Warmwasserbetrieb, weil wir sagen, es ist eigentlich noch warm genug. Wir haben tagsüber 16, 17 Grad und wenn es nachts nicht gerade unter 10 Grad geht, dann hält sich das auch noch so, dass das Haus nicht so sehr auskühlt. Deshalb sparen wir Energie, sparen wir Gas. Die ist aus und sie bleibt auch aus. Und ja, dann haben wir hier drüben noch, ich gehe mal rüber, haben wir hier einmal den Speicher, unseren. Ich muss jetzt mal so hinkriegen, da haben wir ihn, unseren LG Chem Riso 10H. Und auch da gibt es Neuigkeiten, der wird jetzt wohl bald getauscht. Da gibt es aber noch Gespräche mit LG, was da kommen wird. Wir wissen es selber noch nicht, seid mal gespannt drauf. Wir gucken, was da kommt und dann werden wir natürlich auch darüber im Video für euch berichten, wie es da weitergeht. Und ja, es sind spannende Zeiten, viel in Veränderung bei uns. Wir wollen jetzt die Sektorenkopplung vollenden. Und wirklich weg von fossilen Brennstoffen. Klar, Wärmepumpe im Winter geht nicht ganz ohne, aber wir haben hier im Norden so viel Windenergie, dass wir da wahrscheinlich einen sehr geringen Anteil an fossilem Strom haben werden, um unsere Wärmepumpe zu betreiben. Und wir werden natürlich für euch berichten, die Zahlen alle zeigen. Es geht jetzt quasi mit der Heizperiode dieses Jahr los. Das heißt, wir werden einen kompletten Winter für euch haben, wo wir euch zeigen können, was wir für Zahlen haben mit der größeren Photovoltaikanlage mit 20,5 Kilowatt Peak. Wie viel können wir selber aus der Photovoltaik in die Heizung reinstecken? Was bleibt noch fürs Haus übrig? Muss das Auto wieder nachts geladen werden? All das darüber berichten wir. Ihr könnt gespannt sein. Ich denke, das wird ein spannender Winter. Und wir haben eine Menge Content zu liefern. Ja, das wollte ich euch einfach nur noch mal schnell rübergebracht haben. Und ja, das war's von mir für heute. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, wie immer. Abonniert den Kanal. Wie gesagt, jetzt kommen die spannenden Zeiten. Jetzt kommt die Wärmepumpe. Und das dürft ihr doch nicht verpassen, wie es bei uns weitergeht. Und in diesem Sinne sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.